beschäftigen wir uns heute mal mit dem Internetphänomen Backrooms. Was ist das überhaupt und welche Bedeutung haben die Backrooms aus der Sicht der Science Fiction und Wissenschaft? Nun, kurz gesagt, die Backrooms sind ein Internetphänomen aus dem Genre der Creepypasta, entstanden auf einem 4chan-Thread im Mai 2019. Da wurde ein Bild gepostet, das einen leeren Raum zeigt, der mit einer gelben Tapete und Neon-Leuchtstoffröhren ausgestattet war, das was man auch hier im Hintergrund sieht. Als Creepypasta kann man allgemein erklärt von einer Geschichte, Idee oder Legende sprechen, die das Kollektiv der Internet-User erschaffen hat und auch gestaltet. Nicht ein Autor alleine denkt sich hier eine Geschichte aus und schreibt diese von A bis Z zu Ende, sondern das kreative Biotop des Internets lässt eine Geschichte um eine Idee entstehen, so wie auch die der Backrooms. Was sind die Backrooms laut der Creepypasta? Da eine Creepypasta, wie gesagt, das Ergebnis eines Kollektivs von Schreibern und Schriftstellern oder Ideengebern ist, lässt sich keine allgemeingültige Definition finden. Denn wie bereits erwähnt, gibt es nicht einen Autor, wie zum Beispiel jemand, wo Harry Potter geschrieben hat, wo bestimmte Regeln der Autor der Story festgelegt hat. Dennoch kann man die Backrooms als eine endlose, menschenleere, Räume beschreiben, die durch das Glitschen aus der Realität betreten werden können. Die Backrooms sind ein Beispiel für die Liminal Space Ästhetik, die eine unheimliche, verlassene Atmosphäre erzeugt. Die Backrooms aus Sicht der Science Fiction. Der YouTube-Kanal Kane Pixels zeigt als einer von sehr vielen Kanälen beeindruckende Videos zu den Backrooms. Auffällig ist hier, dass in den Videos, die immer im Found-Footage-Format gezeigt werden, ein Unternehmen namens Async Research erwähnt wird, mit einer Marke A-Space, das scheinbar durch eine Verzerrung der Raumzeit ein Portal in die Backrooms erschaffen hat. In den Videos werden immer wieder kleine Hinweise versteckt, die darauf hindeuten, dass seit dem Erzeugen des Portals immer wieder Menschen verschwinden. Hier ist jetzt fraglich, ob durch das Portal die Grenze zwischen den Backrooms und unserer Realität instabil geworden ist und deshalb Menschen in die Backrooms glitschen, oder ob das Glitschen schon immer ein Phänomen war, das zum Verschwinden von Menschen führte. Da die Backrooms eine Creepypasta sind, kann man von der Firma Async bzw. der Marke A-Space jetzt nicht von einem Kanon sprechen bzw. von einer Timeline innerhalb der Backroom-Story. Denn alle Geschichten und Videos sind, wie bereits erwähnt, mit Fanfictions vergleichbar. Aber aus Sicht der Science Fiction macht die Vorstellung, dass eine Gruppe von Wissenschaftlern ein Portal in die andere Welt eröffnet, durchaus Sinn. Vielleicht wurde diese Technik durch Zufall entdeckt. Man entdeckte das Phänomen der Backrooms und dass es sich um endlose, menschenleere Räume handelt, die für wirtschaftliche Zwecke gut genutzt werden könnten. Und hier liegt dann der Hase begraben. Die Natur des Menschen und die Backrooms. Hier stellt sich die Frage, wären dann die Backrooms so eine Art unentdeckter Kontinent? Aus Sicht der Science Fiction könnte man die Backrooms als eine Art neuen Planeten definieren. Und wie immer in der Geschichte handelt sie hier der Mensch genauso wie die Entdecker von Amerika. Es ist Neuland, das erkundet, erforscht und für wirtschaftliche und gesellschaftliche Zwecke ergründet wird. In dem Video Backrooms Presentation, übrigens die Links sind unten in der Beschreibung auf dem YouTube-Kanal von Kane Pixels, sehen wir eine Art Werbevideo, wo die Nutzung der Backrooms, hier wohl bemerkt Level 0, das was man hier im Hintergrund sieht, als Lagerräume, Büroräume, für Gastgewerbe bis hin zu Wohn- und Geschäftsräumen vorgestellt wird. Die Backrooms werden hier als eine Art Dschungel dargestellt, der vom Menschen umgestaltet und besiedelt wird. Die Monster der Backrooms als wilde Tiere, die Leute in den gelben Schutzanzügen wie Astronauten und Pioniere, die diese neue Welt erkunden. Naja, die Backrooms werden oft oder eigentlich meistens in Horrorgeschichten gezeigt. Deswegen Creepypasta. Deswegen, warum sind die Backrooms eigentlich so gruselig?
Das Gruselige der Backrooms, vor allem von Level 0, die gelben Wände, liegt im Vertrauten. Wir alle kennen leere Räume in Wohnungen, die in einer Farbe tapeziert sind, einen Teppichboden haben, eventuell kaltes Neonlicht als Lichtquelle. Nur, Gebäude sind von Menschenhand erbaut und dienen einem bestimmten Zweck. Das Gruselige der Backrooms, vor allem von Level 0, besteht darin, dass diese Räume endlos sind. Keine Fenster und somit auch keinen Hinweis auf ein Außen geben. Und wie bereits erwähnt, wie eine Wildnis wirken, die jedoch von irgendjemandem erbaut sein muss. Das Gruselige im Vertrauen weckt in unserer Psyche Ängste, wenn das Vertraute plötzlich bedrohlich wirkt, obwohl auf den ersten Blick keine Bedrohung zu erkennen ist. Orte und Räume, die normalerweise laut und voller Menschen sind, wirken menschenleer und still unheimlich. Ein verlassener Flughafen, ein menschenleeres Stadion oder auch eine leere Wohnung. Mit solchen Motiven arbeiteten schon Künstler und Autoren zu Zeiten, wo es den Begriff Backrooms oder Creepypasta oder noch nicht einmal das Internet gab. In der Geschichte Langoliers oder The Langoliers schickt Stephen King die Passagiere eines Linienfluges in eine menschenleere Welt, ein Flughafen. Im Laufe der Geschichte stellt sich jedoch heraus, dass dieser leere Ort die Vergangenheit ist, die wie ein altes Foto langsam verblasst. In dieser Welt ist das Bier schal, das Sandwich geschmacklos und allgemein sind die Töne, also die Klänge, viel leiser und gedämpfter. Viele Jahre später erlebe ich mit den Backrooms das gleiche Gefühl. Alles wirkt vertraut und ist trotzdem unheimlich. Dieses Gefühl bekomme ich übrigens auch in einem leeren Parkhaus oder im Treppenhaus. Wie sind jetzt die Backrooms wissenschaftlich einzuordnen? Bleiben wir mal zunächst bei der Science Fiction, denn Stephen King, obwohl es eine Horrorgeschichte ist, ist es auch Science Fiction, gibt in seiner Buchreihe Der dunkle Turm vielleicht eine Erklärung für die Backrooms. Oder eine Beschreibung besser gesagt. Dort beschreibt er die einzelnen Welten in einem Multiversum als Zimmer in einem Gebäude und dass zwischen den Zimmern in den Wänden ebenfalls kleine, aber dunkle Zwischenräume seien. Und diese Zwischenräume seien jedoch genauso real wie die offiziellen Räume bzw. Welten. Als Backrooms könnte man auch diese Zwischenräume oder auch irgendwelche Zimmer in einem Haus verstehen, die man kaum oder vielleicht sogar nie betritt, vielleicht sogar nicht mal weiß, dass sie existieren, weil vor etlichen Jahren irgendjemand eine Mauer gezogen und einen Raum vom Rest des Gebäudes abgeschnitten hat. All das ist als Metapher auf Parallelwelten und die Theorien der Quantenphysik zu verstehen. Was man definitiv jedoch ausschließen kann, die Backrooms sind keine Paralleluniversen. Denn als Paralleluniversum oder alternative Realität ist eine Welt zu verstehen, wo sich die Dinge anders entwickelt haben als bei uns. Welten, in denen die Dinosaurier nicht ausgestorben sind, das Römische Reich nie untergegangen ist oder John F. Kennedy noch lebt. Alternative Realitäten entstehen auch durch Entscheidungen. Entscheide ich mich für Weg A, wird mein Leben einen anderen Verlauf nehmen als mit Weg B. Aber auf der Quantenebene wird auch Weg B und auch Realität B real. Die Backrooms sind jedoch keine alternative Welt. Sie stehen neben den anderen Welten und können, wie Stephen King beschrieben, als ungenutzte Hinterzimmer oder Zwischenräume in den Wänden eines Gebäudes verstanden werden. Da sie aus Objekten bestehen, die wir aus unserer menschlichen Welt kennen, steht hier weiterhin die Frage, wer hat die Backrooms erschaffen, wie sind sie entstanden und warum? Deswegen habe ich hier 4 Theorien, was die Backrooms nun sind. Und wie gesagt, das ist alles nicht Kanon, das sind jetzt meine persönlichen Theorien. Erstens, sie sind Nebenprodukte von Quantenuniversen, die entstehen, wenn wir Entscheidungen treffen. Es bleiben dann leere Räume zurück, wie Dateien auf einem PC, die nicht mehr gebraucht werden. Man denkt zum Beispiel daran, man lädt sich auf Google irgendwelche Hintergrundbilder runter und im Hintergrund seht ihr jetzt gerade, wie ich aus den Backrooms rausglitsche. Ah!
Da bin ich wieder. Ja, was es damit auf sich hat, das erkläre ich dann am Schluss vom Video. Also, Nebenprodukte von Quantenuniversen. Ja, wir kennen das alle. Wir wollen irgendwelche Bilder zusammenschneiden und suchen uns Bilder aus Google heraus oder wir knipsen irgendwie in der Landschaft herum und die Dateien, wo wir nicht mehr brauchen, ja, die werden dann eben nicht gelöscht, sondern die sind in irgendeinem Ordner verschollen und das könnten auch die Backrooms sein. Also irgendetwas hat irgendeine Welt erschaffen oder irgendeine Realität und das, was man dann nicht mehr braucht, das sind die Backrooms. Die zweite Theorie ist, sie sind von einer außerirdischen Intelligenz erschaffen worden. Eine Art Testgelände, um das Verhalten von Menschen zu erforschen. Okay, so eine Art Labor, um Menschen zu beobachten, hätte schon was. Die Backrooms sehen wie etwas aus, das für, aber nicht von Menschen erschaffen wurde. Wie jemand, der glaubt, Menschen zu kennen und einfach irgendwelche Räume zusammenwürfelt. Aber wäre das Beobachten von Menschen in freier Wildbahn nicht einfacher oder spannender? Na gut, für Tiere gibt es ja auch Zoos und so weiter. Aber wie gesagt, das wäre zum Beispiel eine Erklärung. Die dritte Erklärung von einer künstlichen Intelligenz. Erschaffene virtuelle Welten wie in einer Art Holodeck. Also man stellt sich vor, es gibt das Holodeck aus Star Trek und man lässt eine KI einfach irgendetwas erschaffen, irgendetwas Random-mäßiges. Und die KI erschafft es eben. Also es ist dann nicht nur virtuell, sondern es ist dann auch plastisch und anfassbar. Die Frage ist natürlich dann, wieso Menschen aus der realen Welt in diese Welt hineinglitschen können. Dann wäre ja unsere, also die reale Welt, ja auch so etwas wie ein Computerspiel, wenn man durchglitschen könnte. Dieses Durchglitschen übrigens, das beschreibt auch Stephen King in dem Dunklen Turm als sogenannte Schwachstellen in unserer Realität. Also Schwachstellen wie eben irgendwelche Lücken oder Löcher in den Wänden, wo man dann in diese Hinterzimmer oder in diese Zwischenräume hineingleitet. Die vierte Theorie ist, die Monster in den Backrooms könnten entweder auch von dieser KI erschaffen worden sein, also von diesen Aliens oder wie auch immer, und als wilde Tiere dort ausgesetzt worden sein. Oder, und das ist meine persönliche Lieblingstheorie, sie sind wie Menschen ebenfalls aus ihren Welten in die Backrooms geglitscht. Ja? Ich bin jetzt nicht so bewandert, in welche Wesen oder welche Entitäten in den Backrooms leben. Aber das wäre zum Beispiel auch eine Idee, dass die Backrooms an sich leere, also wirklich leere Welten sind und die Monster, wo da drin sind, ebenfalls aus anderen Parallelwelten da reingeglitscht sind. Ja, das waren jetzt so meine Theorien zu den Backrooms. Was ich hier im Hintergrund was ihr da im Hintergrund seht, das ist übrigens ein Backroom-Simulator. Den gibt es auf Steam. Der zeigt nur Level 0, da kann man in endlosen Räumen hin und her und vor und zurück herumwandern, ohne dass einem ein Monster begegnet. Das finde ich sehr praktisch und das habe ich jetzt hier mal laufen lassen und ich habe tatsächlich am Ende, bin ich tatsächlich rausgeglitscht und habe die Map verlassen. Ja, ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber war ganz lustig. So, was haltet ihr von den Backrooms? Habt ihr vielleicht ein Lieblingslevel? Ich persönlich habe ein Lieblingslevel, das sind nämlich die Poolrooms und ja, und wenn ihr wollt, kann ich ja auch mal die Poolrooms ein bisschen näher unter die wissenschaftliche oder Science-Fiction-mäßige Lupe nehmen. Das war's. Lasst euch nicht in die Backrooms glitschen und wenn ja, dann guckt vorher die Überlebenstipps an. Also es gibt ja auch genug Videos, wo Überlebenstipps in den Backrooms geben. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Kipp Supernova over and out.